Ja, schön, dass Sie wieder gekommen sind, obwohl vor mir ja schon einiges berichtet wurde. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen hier, ja, man kann sagen, auf der Baustelle. Denn wie ja schon bereits vermerkt wurde, mehrfach, seit September letzten Jahres sind wir an der Baustelle. Das erste Haus soll dieses Jahr fertig werden. Dieses Haus wurde gerade begonnen. Man sieht auch schon ein bisschen die nachgerüstete Elektrik. Wurde gestern alles eingerichtet. Toll, dass es geklappt hat. Auch nochmal hier an alle Beteiligten, auch von der Seite der Stadt und von der Steg. Wir sind fünf geworden. Gestern Nacht um 12 haben wir schon angestoßen. Und 5 Jahre sind wir jetzt hier im Gängeviertel. Dazu wollen wir ein bisschen reflektieren natürlich. Ein halbes Jahrzehnt ist geschafft. Das ist eine ganze Menge, hätten wir damals überhaupt nicht gedacht. Und deshalb würde ich jetzt gerne erstmal an Matti, unseren Vereinsvorstand, und Hanna übergeben, um zu berichten, was denn in diesen Jahren passiert. Eigentlich erstmal Michael. Achso, schön. Erstmal Michael. Genau, weil wir uns vorgenommen haben, wir wollen erstmal mit etwas Positivem beginnen. Das übernehme ich doch sehr gerne, diese Aufgabe. Also als das vor 5 Jahren losging, Sie wissen das alle als Pressevertreter und Vertreterinnen, gab es ja einen sehr intensiven und auch aufgeregten öffentlichen Diskurs. Wir freuen uns jetzt, dass wir nach 5 Jahren immer noch natürlich in der Öffentlichkeit stehen, aber auch auf einer wissenschaftlichen Ebene einiges erreicht haben. Es gibt sehr viele Interviews, die wir führen, Wissenschaftler und Fachleute, die wir durch die Gänge führen und dieses Projekt hier zeigen. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Publikationen aus der letzten Zeit, die das belegen, wo wir uns sehr drüber freuen, sind Veröffentlichungen wie zum Beispiel das Buch Raumunternehmen von Klaus Overmeier oder Versammlung und Teilhabe von Gesa Ziemer, die jetzt im deutschen Diskurs gerade sehr viel Aufmerksamkeit erfahren, auch international, zum Beispiel in dem Stadtsoziologie-Magazin Cities, Culture and Society, wird die Bedeutung des Gängeviertels oder Projekte, selbstbestimmter Projekte, wie das Gängeviertel eins ist, für eine nachhaltige und sozial gerechte Stadtentwicklung diskutiert. Und wir sind jetzt zum Beispiel auch, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, ein Best-Practice-Beispiel bei dem 6. Treffen der Kulturminister Südostasiens, organisiert von der Asia Europe Foundation. Also da sind wir ganz gut vernetzt. Und übrigens als Hinweis, die Flyer liegen hier auch aus, in 2 Wochen startet das CityLink Festival mit einem internationalen Kongress Cities, Culture and Sustainability, wo auch das Gängeviertel als Best-Practice vorgestellt wird. Wir freuen uns deswegen so sehr darüber, weil wir da beobachten, dass es eine Abkehr in der aktuellen Diskussion von der Kultur als Stadtentwicklungsfaktor hin zur Bedeutung von Kultur für ein besseres Zusammenleben in der Stadt gibt. Und wir sind sehr froh, dass wir diesen Diskurs hier mit diesem Projekt, mit dem, was wir hier täglich leben, mit in diese Richtung bewegen können und vorantreiben können. Das ist eine Bestätigung für unsere Arbeit und auch für unseren Anspruch, eine sozial gerechtere Stadt zu gestalten. Wir freuen uns, dass wir damit erfolgreich sind, und zwar bisher. Und was das Ganze bedroht, da wollt ihr jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Also, wir haben es gerade gehört, 5 Jahre Raum und Kultur für alle. Happy Birthday! 3 Jahre erfolgreiche Kooperation mit der Stadt auf Augenhöhe. Happy Birthday! 5 Jahre Vorzeige Stadtentwicklungs- und Partizipationsprojekt. Happy Birthday! 5 Jahre Rettung der historischen Häuser und neue Wege in die Sanierung. Happy Birthday! 5 Jahre Selbstverwaltung. Happy Birthday! Ich glaube, wir gucken uns diese Punkte jetzt noch einmal genauer an. Ja, wir sind vor 5 Jahren in die Gänge gekommen, um die Häuser zu retten und zu beleben. Sie sollten instand gesetzt werden, um einen selbstverwalteten Ort für Politik, Kultur und Soziales zu schaffen. Und das wollten auch die Bürger der Stadt damals und genau wie die politischen Entscheider. Und dafür stand die Kooperationsvereinbarung mit der Initiative Kommen die Gänge, dem Bezirk Mitte, der BSU und der Kulturbehörde. Was für ein Aufschlag, was für ein Potenzial. So, jetzt hier ein halbes Jahrzehnt später müssen wir feststellen, dass das Potenzial des Gängeviertels auf die Weise, wie es gerade jetzt passiert, nicht verwirklicht werden kann. Die Kooperation mit der Stadt funktioniert so nicht und ist aus unserer Sicht momentan im Begriff zu scheitern. Wir sind angetreten auch für eine andere Form der Stadtgestaltung, für eine andere Form der Teilhabe an Stadt, für eine andere Form von Partizipation. Doch wirkliche Partizipation, da können wir momentan eigentlich nur lachen. Hier findet
momentan derselbe scheinpartizipatorische Prozess statt, den man aus Stadtentwicklungsprojekten zu Genüge kennt. In endlosen Gesprächen wird uns schon das Gefühl vermittelt, dass wir wirklich an der Sanierung beteiligt sind, aber die wirklich wichtigen Entscheidungen fallen dann doch wieder hinter geschlossenen Türen. Und um das an dieser Stelle einmal ganz kurz klar zu machen, für uns bedeutet Beteiligung nicht, dass wir mitentscheiden, in welcher Wohnung ein Durchbruch passiert. Wir wollen an den strukturellen Sachen, also wie hier geheizt wird, ja, wie die Wärmefassade, also wie die Wärmedämmung passiert, an diesen Sachen wollen wir mitgestalten. Wir wollen mitentscheiden, wie diese Häuser verwaltet werden und nicht, wo eine Wand durchgebrochen wird. Und wir wollen nicht saniert werden, sondern wir wollen selber sanieren. Und wir schütteln auch den Kopf darüber, wie hier gerade saniert wird. Da gibt es auch eine grundlegende Asymmetrie, denn im Gegensatz zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und im Architekturbüro arbeiten wir alle ehrenamtlich. Und wir stecken ziemlich viel Zeit in Verwaltungs- und Planungsarbeit und auf unsere Prioritäten, auf unsere Arbeitszeiten und unsere Organisationsform wird von den Kooperationspartnern wenig respektiert. Und außerdem liegt es immer an uns, Denkmalschutz und Innovation gegenüber Sanierungsträger, Standardverfahren und vermeintlich knappe Geldbeutel durchzusetzen. Und dieser Kampf gegen Windmühlen ist leider in den seltensten Fällen erfolgreich. Um mal kurz ein paar Beispiele zu nennen. Also wir können zum Beispiel von der Wärmedämmung reden, die überall an die in den Höfen an die Fassaden geklatscht werden soll. Wir können auch davon reden, dass historische Fenster, die ziemlich viel überstanden haben, also Kriege und Naturkatastrophen und mögliche Sachen, die sollen jetzt ausgetauscht werden gegen Normfenster. Wir können auch darüber reden, dass die Schornsteine abgesägt werden sollen, weil dafür kein Geld ist, die irgendwie zu sanieren. Dadurch wird die Silhouette, das Bild des Gängeviertels natürlich erheblich beeinträchtigt oder erheblich verändert. Denkmalgerecht ist diese Sanierung auch im Sinne des Denkmalschutzamtes momentan nicht. Innovationen wie zum Beispiel Heizung, also wie man so ein Quartier heizen könnte, da haben wir uns Gutachten geholt, wir haben extrem viel daran gearbeitet, aber wir können uns mit unseren Ideen, unseren Vorschlägen überhaupt nicht durchsetzen, sondern es werden wieder Normen eingebaut. Die Initiative ist auch nur möglich, wenn man die Häuser nicht vom Inhalt trennt. Und selbstbestimmte Kulturprojekte sind ein wichtiger Bestandteil jeglicher stadtpolitischer Entwicklung und das würde auch kaum ein Verantwortlicher in der Politik bestreiten. Und obwohl es so unverzichtbar ist, müssen die Menschen für ihre freiwillige und unbezahlte Arbeit trotzdem noch bezahlen, nämlich Raummiete. Und deswegen haben wir uns mit anderen kulturellen und stadtpolitischen Projekten zur Kampagne Raumnahme zusammengeschlossen, um der Ausbeutung von bürgerschaftlichem Engagement ein Ende zu machen. Und um das nochmal zu betonen, wir stehen hinter der Forderung, dass wir Nebenkosten bezahlen und sonst nichts. Im Januar, also da bei diesen nur Nebenkosten sonst nicht, geht es natürlich um die Räume, die für die Öffentlichkeit sind. Also die, wo Raum und Kultur und Angebote für die Stadt gemacht werden, für Leute, die wenig Geld haben. Aber reden wir mal über die ganzen Wohnungen, die hier entstehen, über den Wohnraum. Im Januar werden nämlich die ersten Wohnungen fertig werden. Und die neuen Gängeviertler oder die zukünftigen Gängeviertler freuen sich schon und warten darauf, mit unserer Genossenschaft ihren Mietvertrag abzuschließen. Doch wir haben überhaupt keine Planungssicherheit, wie unsere Genossenschaft die Verwaltung übernehmen wird. Das muss natürlich juristisch geklärt werden, wie diese Selbstverwaltung der Häuser nun funktionieren soll. Wir hoffen, das klärt sich, bevor die ersten Mieter einziehen, damit diese auch wissen, an wen und ob sie überhaupt Miete zahlen müssen. Es brennt also an allen Ecken und Enden. Aber anstatt, dass wir diese kritischen Punkte der Sanierung und der Zukunft des Viertels mit den politischen Entscheidungsträgern klären können, sollen wir immer mit der Steg sprechen. Dabei kann die Steg viele Probleme gar nicht entscheiden, denn sie ist dafür gar nicht wirklich zuständig. Und zudem ist sie natürlich davon auch überfordert, da sie darauf spezialisiert ist, Standardlösungen umzusetzen. Wir sind aber nicht nur ein Sanierungsprojekt, sondern wir sind ein politisches und ein kulturelles Projekt. Die letzten Verhandlungen auf Verwaltungsebene waren nicht zielführend. Und wir sehen deshalb, dass die Kooperation ist, im Begriff zu scheitern. Stellt sich die Frage, ob der politische Wille und die entsprechenden Konsequenzen bei den Entscheidungsträgern der Stadt noch vorhanden ist, um die grundlegende Idee des Gängeviertels so auch durchzusetzen. Und aus dem Grund haben wir für Ende September die Senatorinnen Kissler, Blankau und Tschentscher und Bezirksamtleiter Grote zu einem Gespräch eingeladen. Und wir haben auch schon ein paar Zusagen bekommen.
und wir sind ganz optimistisch und denken, dass es da möglich ist, die Weichen so zu stellen und an frühere gemeinsame Erfolge anzuknüpfen. Um noch einmal kurz das Wichtigste, die wichtigsten Probleme, wir nennen sie Kröten, also bei uns ist das eine Krötensammlung, also um noch mal kurz die wichtigsten Kröten zu nennen. Es geht uns um die Übergabe der Häuser an die Genossenschaft, also die Frage, wie die sanierten Häuser an die Genossenschaft übergeben werden. Das muss geklärt werden. Es geht uns um die Kondition der Möglichkeitsräume, die das Gängeviertelkonzept überhaupt verwirklicht, damit das Gängeviertelkonzept überhaupt verwirklicht werden können. Das heißt, es geht um die Frage, wie die Mieten oder was hier bezahlt werden muss für die Räume hier in diesem Gebäude, in der Fabrik und in all den Untergeschossflächen, in allen Häusern, also in den EG-Flächen, in Gewerberäumen. Und es geht um eine Kooperation, die diesen Namen auch verdient. Ich glaube, darauf sind wir schon zu Genüge eingegangen. Wir hoffen sehr, dass wir gemeinsam Wege finden, um aus dieser Krise zu kommen. Sollten die Gespräche jedoch scheitern, haben wir auch eigene Lösungswege. Die solidarische Raumnahme und Stadt selber machen. Gerne dazu nachher mehr im Interview. Ich würde jetzt gerne nochmal auf Christine will nochmal dazwischen ab. Eigentlich ist Michael drin. Ich weiß. Ja, Michael wird auch gleich noch mehr zu dem Genossenschaftsmodell erzählen. Ich möchte ganz gerne an Hanna und Matti anknüpfen. Vor 5 Jahren hatten wir, wie gesagt, es tatsächlich geschafft, dass es in einigen Ämtern und Behörden zu einem politischen Umdenken kommen konnte. Und gerade zu diesem Thema, was Hanna und Matti auch beschrieben haben, und dass das auch insbesondere die Genossenschaft betreffen wird als Vermieter hier, der zukünftige, es geht ums Geld. Die Zeit hat es ja schon beschrieben, finde ich etwas falsch beleuchtet. Das Geld, was wir hier zusammenbringen über unsere Kulturgenossen, über unsere lieben Helfer und Spender, ist wunderbar. Wir haben der Stadt einen Vorschlag zu machen, neben dem üblichen Wohnraum und Gewerberaum doch eine dritte Kategorie zu schaffen. Ich glaube, damit würde Hamburg weltweit vorangehen. Wir nennen diese Kategorie mal Möglichkeitsräume. Und diese Räume unterliegen eben nicht den marktüblichen Gesetzen und Mietenspiegeln, sondern sind frei von irgendwelchen Zwangssummen, die da eingenommen werden müssen. Wir würden bei 0 Euro anfangen und wirklich nur Nebenkosten bezahlen. Ich glaube, das ist eine Idee, die sich durchaus auch in anderen Städten durchsetzen würde. Wir versuchen das zumindest in dieser Runde mit den Senatorinnen und Herrn Grote einmal anzusprechen und zu gucken, wie weit da vielleicht auch politisch etwas in die Gänge kommt. Wir, wie gesagt, sind in die Gänge gekommen. 2010 wurde die Genossenschaft, Gängeviertel Genossenschaft von 2010 EG gegründet. Michael ist Aufsichtsratsvorsitzender und wird jetzt berichten, wie es denn in diese Genossenschaft zu stehen. Ja, genau. Also erstmal freut uns, dass wir immer mehr Unterstützung erfahren und immer mehr Genossen und Genossinnen Anteile zeichnen an unserer Genossenschaft. Mittlerweile haben wir 400 Anteile an den Mann und Frau gebracht. Wir werden bald auch mit unserer Kampagne, die Sie vielleicht gesehen haben, in die zweite Phase gehen, bald mit prominenten Unterstützern und Unterstützerinnen. Was die Arbeit angeht, hier ganz konkret an der Entwicklung des Gängeviertels. Wir freuen uns, dass wir den ersten Bauabschnitt, das sind die beiden Gebäude, die eingerüstet an der Kaffermacherei stehen, wir nennen es das Kupferdiebehaus und das Süppihaus, mittlerweile belegt sind. Das heißt, wir wissen, wer in welche Räume dort einzieht und alle notwendigen Formulare und Belege sind da auch erbracht. Es handelt sich ja da um öffentlich geförderten Wohnungsraum, also bedarf es einen § 5-Schein. Es gibt Anforderungen an die Belegung, all das wurde erfüllt. Und wir freuen uns sehr, dass die zukünftigen Mieter und Mieterinnen feststehen. Zum 1. Januar 2015 sollen die ersten einziehen und dann eben auch muss die Genossenschaft die Verwaltung aufgenommen haben. Jetzt haben wir Ende August, das sind noch wenige Monate und wie jetzt schon eben darauf hingewiesen wurde, wir haben da immer noch keinen Mietvertrag. Es ist ein erster Entwurf von Seiten der Stadt vorgelegt worden, der war absolut inakzeptabel. Man kann das so runterbrechen, die Drecksarbeit macht die Genossenschaft, sie bekommt aber keine Rechte. Damit sind wir natürlich nicht zufrieden angesichts der ganzen vielen Arbeit, die wir da reingesteckt haben und vor allem auch durch das Mandat, was wir bekommen, dadurch, dass wir so viel Unterstützer und Unterstützerinnen in der Genossenschaft haben. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, um gerade diese Möglichkeitsräume hier auch zu gestalten. Die Zeit ist extrem knapp, das jetzt noch hinzubekommen und das ist auch exemplarisch für den Kooperationsprozess. Wir werden dann mit Totschlagargumenten, wie es ist keine Zeit mehr, jetzt macht mal und seht mal zu, extrem unter Druck gesetzt. Da haben wir viele Beispiele, auch was den Sanierungsablauf hier angeht. Und das lässt dann keinen Raum mehr, keine Zeit mehr, um nach wirklich angemessenen Lösungen zu suchen. Da muss die Stadt auch ihre Hausaufgaben besser machen.
Worauf ich auch noch hinweisen möchte, ist, es geht ja hier nicht nur ums Wohnen, ganz im Gegenteil. Wir haben ja auch hier Flächen in den Erdgeschossen, die vor allem kulturell genutzt werden sollen. Es sind jetzt als Kategorie Gewerbeflächen, auf das Problem wurde ja eben schon hingewiesen. Dennoch läuft gerade die Ausschreibung der Gewerbeflächen an der Kaffermacherei. Die haben wir weit gestreut und wir haben viele Konzepte eingereicht bekommen, aber es wird schon deutlich, wie schwierig es ist, bei zu hohen Mieten für diese Flächen wirklich dort Nutzungen reinzubringen, die dem Gängeviertel entsprechen. Und das wird eine große Herausforderung. Und auch da sehen wir die Stadt in der Pflicht, uns entgegenzukommen, um halt eben dieses Projekt als ein soziales, als ein kulturelles zu ermöglichen. Ja, das ist richtig. Wir haben gestern tatsächlich schon ein bisschen angefangen zu feiern mit unseren Genossinnen und Genossen ins B und im kleinsten Kreise haben wir sozusagen reingefeiert in den 22. Und heute beginnt das große Programm. Ich will aber dazu noch sagen, wir freuen uns natürlich nach wie vor über viele, viele, viele unterstützende Kulturgenossen und Genossinnen für die Genossenschaft. Ich denke, wir können nicht zu viele sein, ganz im Gegenteil. Also wollen wir dafür natürlich auch gerne immer noch weiter Werbung machen, unterstützen Sie uns. Ja, das große, umfangreiche Programm beginnt heute dann für die Öffentlichkeit. Ich finde es wahnsinnig, was in den letzten Wochen passiert ist, in Anbetracht dessen, dass wir bis eigentlich vor ein paar Tagen überhaupt nicht wussten, welche Räume wir nutzen können, wo überhaupt eine Bühne stehen kann. Denn wie gesagt, die meisten Häuser sind mittlerweile, drei Häuser, wichtige Häuser sind geschlossen, wichtige Veranstaltungsflächen. Wie gesagt, schön, dass wir hier in der Fabrik heute Abend zumindest eine Lesung abhalten werden oder mehrere, dazu komme ich gleich noch. Eigentlich bezieht sich diese Feier oder räumlich gesehen befindet sich sozusagen der Hauptaugenmerk auf der Schierspassage und der Brache, die wir glücklicherweise auch nochmal ein bisschen zusammenbrücken konnten, die Baustelleneinrichtung, um da Platz zu haben. Ja, und das war es eigentlich auch schon fast. Die Höfe haben wir sonst eigentlich überhaupt nicht oder können wir nicht nutzen, weil sie hauptsächlich abgesperrt sind durch hohe Bauzäune. Also um das mal ganz kurz nochmal zu erläutern, wir hatten immer vor, dass immer ein Drittel nur saniert wird und wir zwei Drittel benutzen können noch. Momentan, aber wir haben uns nicht durchsetzen können. Und deshalb ist jetzt sozusagen zwei Drittel in Baustelle und nur ein Drittel nutzbar. So. Das ist eine Sache, die uns immer wichtig war, weil dieses Projekt kann nur überleben, wenn wir weiter Veranstaltungen machen. Richtig, und das wollte ich auch gerade dazu noch sagen, denn eine der dicksten Kröten überhaupt, die wir geschluckt haben, ist entgegen den Absprachen, die Jupi-Bar und die Fabrik zur gleichen Zeit sanieren zu lassen. Das war eigentlich von vornherein ausgeschlossen in den Planungen. Und ja, wir haben tatsächlich auch hier, oder sind auf diesen Kompromiss jetzt eingegangen. Ich weiß auch gar nicht, was wir dafür bekommen haben, aber das werden wir ja noch aushandeln. So ist es nun mal. Schön, dass wir jetzt zumindest in diesem einen Raum in der Fabrik sein können. Ich finde, das sieht auch sehr jungfräulich aus, fast wie damals zur Besetzung. Ist auch ganz schön, das Gefühl wieder zu haben. Ja, ich fange mal an. Also natürlich haben wir das ganze Wochenende über ein ausgesprochen buntes Musikprogramm, logischerweise. Wir haben eine Ausstellungseröffnung von Darko Caramello heute im Raum links rechts. Ab 15 Uhr schon haben wir eine Performancegruppe, My Giant Gender nennt sich die Performance. In jedem Raum der Speckstraßengalerie auf der rechten Seite wird eine andere Performance stattfinden, bis heute Abend um 8 Uhr. Und um 8, das finde ich ganz besonders schön, weil es auch nochmal so ein bisschen auf uns zurückblicken lässt und weil, auch wie Michael schon sagte, das Gängeviertel ja international wirklich sehr viel Beachtung bekommen hat, gibt es einen Leseabend, Nimmerland Forever genannt. Danke Theo, danke Hanna für die Vorbereitung. Es wird also aus Büchern gelesen, in denen das Gängeviertel thematisiert sein wird, aus verschiedenen Richtungen beleuchtet, stadtplanerisch, aber auch ein bisschen aus der Geschichte heraus. Und natürlich wird auch nochmal etwas aus unserem vor zwei Jahren erschienenen Buch Mehr als ein Viertel gelesen werden. Und ich glaube auch ganz aktuelles aus dem internen Verteiler wird dabei sein. Da freue ich mich am meisten drüber, weil das für uns auch immer eine schöne Reflexionsschleife gibt, was wir alles so schreiben, tagtäglich, Wahnsinn. Ja, wir haben Silent Disco, wir wollen unsere Nachbarn ja möglichst schonen, das heißt heute Abend gibt es Kopfhörer auf dem Kopf und verschiedene DJs legen die Musik auf, man hört es überall im Viertel, aber drumherum hört man nichts davon, das ist auch immer sehr schön, das ist schon zum dritten oder vierten Mal im Viertel der Fall, hat eine sehr schöne Atmosphäre dann hier, alles tanzt und man hört nichts. Morgen geht es dann weiter mit dem sogenannten Kindergeburtstag. Wir haben ja gesagt, so, wir sind jetzt fünf, laufen können wir ja schon ein bisschen länger, krabbeln ja sowieso, aber jetzt dürfen wir auch schon lesen und schreiben haben wir auch einfach schon mal sehr früh mit angefangen.
von Fernsehen. Das heißt, es wird ein Kinder-TV-Programm in der guten Kinderstube geben, die sich in der Tierspassage dann befinden wird, ganz hinten am Ende. Und es wird die Sendungen geben, die uns zu Kindertagen geprägt haben. Und ich habe das gesammelt und es ist total schön, mal zu sehen, oder man erkennt eigentlich sofort, was aus uns geworden ist und warum man so verrückt geworden ist, hier immer noch nach 5 Jahren durchzuhalten. Ziemlich anarchische Kindersendung konnten wir damals sehen, leider ist es heute nicht mehr so ganz der Fall. Wer Lust hat, kann da mal wieder reinschauen. Dann haben wir einen zweiten Kindergeburtstag, ein Fest, das wir feiern wollen mit verschiedenen Generationen und verschiedenen Protagonisten, Aktivisten der Hausbesetzer-Szene. Aus Mailand haben wir Gäste, wir erwarten sehr wohl auch Gäste aus Barcelona, ich hoffe, das klappt. Und eventuell auch aus Island, ich habe noch keine Rückmeldung, aber der Bürgermeister aus Island ist eingeladen zumindest, ich hoffe, aus Reykjavik ist eingeladen, ich hoffe, er kommt. Dazu wird es sehr, sehr viele Spiele geben an verschiedenen Orten, man muss sich da so ein bisschen bewegen können. Es gibt ein paar Spieleleiter. Wir haben auch den FC Lampedusa zu Gast. Wir werden sozusagen ein kleines Turnier spielen. Wir haben auch schon gehört, dass wir uns sehr, sehr anstrengen müssen. Die Gänge Allstars sind, glaube ich, obwohl sie in verschiedenen Beweglichkeiten sehr trainiert sind, aber Fußballspielen gehört jetzt gerade nicht so dazu. Das ist meist der Kickertisch, der dafür herhalten muss. Mal gucken, wie das Spiel ausgeht. Wir haben natürlich auch Infostände und sehr viel Programm zu dem Thema Squatting Days, was ja schon am nächsten Wochenende gleich folgen wird. Dazu wird in der Druckerei in erster Linie die Möglichkeit sein, sich auch da weiter zu informieren. Wir sind natürlich bei den Squatting Days vor Ort dabei. Ich glaube, am Freitag wird unter dem Thema Gänge finden, weil das eine erfolgreiche Besetzung, auch unser Beitrag mit dargeboten werden. Dann, was haben wir noch für ein Highlight? Wir haben natürlich den Kunstimbiss wieder zu Gast, da freuen wir uns. Wir haben dann auch das erste Mal den Dr. Thompsons Magic Pop-Up Traveling Shop mit magischen Dingen. Gucken, wie weit wir hier die Sache verzaubern können. Und was uns natürlich ganz besonders freut, wir machen eine andere Baustelle auf, also nicht nur diese, wo wir gerade sitzen. Nein, es wird Baustellenführungen geben mit Joachim Reinig und verschiedenen zukünftigen Bewohnern des Hauses in der Kaffermacherei. Auch Hanna wird eine Führung begleiten. Die wird dann morgen am Samstag um 12 jeweils 14 und 16 Uhr stattfinden. Ich glaube, bis zu 20 Personen dürfen mit auf die Baustelle. 30 Leute dürfen mit auf die Baustelle, das ist ganz toll. Also wer da Lust hat, in die Häuser mal reinzugucken, jetzt schon fast fertig saniert, das Erste, wird bestimmt sehr interessant. Da kann man sich auch mal live angucken, was vielleicht dann doch nicht ganz so gut gelaufen ist. Es ist viel schön, aber ist auch manches nicht so schön geworden. Aber ist auch noch nicht fertig. So, was haben wir noch? Es ist ja auch schon thematisiert, auch in den Medien, da wir dieses Gebäude hier so gut wie leer, nein, ganz leer übergeben haben, jetzt wieder nicht ganz leer, mussten wir ja sehr lange suchen nach einer Möglichkeit, die Nutzung, die hier auch für die Zukunft vorgesehen sind, unterzubringen. Dazu haben wir ein neues Gelände erobert. Gerade kürzlich, ab Juli, sind wir in der alten Bahnmeisterei am Oberhafen untergekommen. Dort wird gewerkelt und sich eingerichtet. Da muss auch noch einiges instand gesetzt werden, weil der Vormieter tatsächlich das Haus nicht ganz so gepflegt hat, wie es hätte sein sollen. Und dahin werden wir einen Umzug machen. Wie der genau so vonstatten geht, das wissen wir tatsächlich noch nicht. Das ist alles sehr kurzfristig, wie gesagt, geplant. Aber morgen Abend irgendwann werden wir auch unser neues Gelände betreten und da mal schauen, was wir da in Zukunft zu erwarten haben. Ich glaube, das sind so die Highlights, die wichtigsten Momente, die auf uns zukommen. Den Sonntag haben wir auch den Kindern gewidmet. Da gibt es den Klötzchenclub für die ganz Kleinen. Es gibt aber auch das Zeitzeugencafé für die etwas ältere Generation, wo aber auch sehr viele kleine Kinder immer wieder gerne zuhören. Denn da ist unser kleiner Zirkel der hauptsächlich älteren Ex-Bewohnerin des Viertels, unter anderem die Betreiberin bzw. Bedienenden damals in der Schlachterei. Jetzt fällt mir der Name gar nicht ein. In der Puppenstube gab es früher eine Schlachterei. Beide Damen, die damals hinter der Theke standen, sind dabei. Es gibt andere Damen, die hier in der Umgebung gearbeitet haben. Alle sind so an die 70 oder ein bisschen drüber und haben sehr viel zu erzählen über das, was hier früher schon stattgefunden hat. Ja, morgen wird dann weiter die Hüpfburg stehen und viele, viele Kinder hoffentlich werden sich hier vergnügen. Was ich noch vergessen habe, schon morgen für die über 60-Jährigen natürlich der Falkenrock, wie immer eigentlich jetzt am Gängeviertel Geburtstag. Also es gibt für jede Generation, für alle was dabei, es wird rund. Und natürlich können wir gerne noch später auf Einzelheiten eingehen.
Und jetzt freuen wir uns über Fragen, wenn Sie Fragen haben, falls Sie Fragen haben. Ihr sagt, dass die Zusammenarbeit, Moment, das gesagt, die Kooperation ist im Begriff zu scheitern. Was heißt das konkret? Also ist das eine Art von Ultimatum oder ist das jetzt eine letzte Chance, die ihr seht mit der Senatorenrunde? Naja, also wir stecken sehr, sehr viel Arbeit und Liebe in dieses Projekt. Und wir sehen gerade, dass das, die Art und Weise, wie es gerade läuft, absolut nicht zum Ziel führen kann. Das heißt, ja, wir sehen sozusagen eine letzte Chance da drin, im September oder jetzt in den nächsten Monaten mit der Politik darüber zu verhandeln, wie wir weiter kooperieren wollen. Ich würde da gerne noch ein bisschen was zu sagen. Ich finde, es geht noch weiter als das. Also wie gesagt, seit 5 Jahren sind wir hier dabei und wir haben bis heute keine wirkliche Sicherheit für die Zukunft. Wir haben einen Kooperationsvertrag, in dem wird eigentlich ein Weg bereitet, wie das Ganze hier auch mal nach der Sanierung fortschreiten soll. Wir haben von Anfang an eigentlich eingefordert, kann man so sagen, und ich denke, das auch zu gutem Recht, zu sagen, wir möchten hier langfristig eine Sicherung, die Häuser sollen der Stadt gehören. Sie können sie weiter versilbern, meinetwegen, aber es darf auf keinen Fall eine Rückführung in den Markt, in den Immobilienmarkt geben. Deshalb hatten wir schon immer angestrebt, eine Erbpacht auf 99 Jahre zu einem politischen Preis zu erwirken. Da haben wir dieses Beispiel, was ja immer wieder doch von mir gerne hergenommen wird, das Maritime Museum, da hat es wunderbar geklappt. Ich glaube, 1 Euro ist also die Pacht pro Jahr. Und sowas könnten wir uns auch gut vorstellen. Wir wissen, dass das natürlich eine Größe ist, die auszuhandeln ist. Aber wir wollen sie nicht erst in 5 Jahren aushandeln, wenn wir uns hier völlig ausgelaugt haben und immer noch ohne Sicherheiten dastehen. Und wir wollen jetzt schon eine Art Absichtserklärung erwirken. Wir wissen, dass jetzt als Treuhand-Eigentum das natürlich nicht funktionieren wird. Aber ich glaube, wir können da einiges zu Papier bringen, was uns wirklich auch für die Zukunft absichert. Und vor allem, das merken wir immer wieder, jeder Kontakt zu Stiftungen, zu Förderern wird sehr, sehr schwer, weil diese Verhältnisse einfach ungeklärt sind. Wer gibt denn in ein Projekt Geld, das vielleicht in 2 Jahren raus ist aus dem Spiel? Das funktioniert nicht. Und da gibt es sehr, sehr viele Punkte, da könnte ich vielleicht später noch mehr zu sagen. Genau, also die Sicherheit, Kooperationsvertrag war ein schöner Anfang, aber das reicht verdammt nicht. Und vor allem nicht nach 5 Jahren. Also ja. Das ist ja die Konsequenz des Scheiterns für euch oder für die Stadt. Was das wäre? Die Konsequenz wäre, ja. Tja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, das jetzt hier genau zu benennen wollen wir nicht. Das soll ja auch ein kleiner Überraschungsfaktor bleiben für die Verhandlungen. Naja, man kann aber, man kann dazu auf jeden Fall so viel noch sagen, dass wir, nachdem das klar wurde, das Gängeviertel wird nicht abgerissen und das Gängeviertel soll saniert werden und ein ganz anderes Sanierungs- und Finanzierungsmodell auch gewünscht hätten. Sie wissen es ja, insgesamt werden 20 Millionen investiert in diese Häuser. Dazu ist zu betonen, dass es einen enormen Sanierungsstau gibt. Also hier ist über Jahrzehnte von der Stadt nichts reingeflossen. Der Großteil dieser 20 Millionen kommen aber nicht aus dem Hamburger Haushalt, sondern aus den Fördergeldern von der EU, vom Bund, sonst woher. Und mit jeder Förderung kommt eine Menge an Anforderungen auf einen zu. Also man muss in unterschiedlichsten Bereichen von der Flächenbelegung über die energetische Ausstattung Auflagen beachten. Und die beißen sich allzu oft mit den Zielen, die hier gemeinsam formuliert wurden, allen voran auch mit dem Denkmalschutz und halt eben auch mit der Selbstverwaltung. Und da merken wir, dass je weiter die Sanierung voranschreitet, wir sind ja mitten im Prozess und lernen daraus, nicht zielführend ist, angesichts dessen, was gemeinsam als Zielmarke gesteckt wurde. Das heißt für uns ganz klar, wenn wir da nicht weiterkommen und es nicht schaffen, das Gelernte anzuwenden und schlauer vorzugehen und halt eben nicht auf diesem Weg weiterzugehen, ohne ihn zu justieren, und deswegen die Bitte um diese Senatorenrunde, da müssen wir dafür sorgen, dass diese Sanierung anders umgesetzt wird. Also um ein Missverständnis vorzubeugen, wir sind für die Sanierung und den Erhalt dieser Häuser und werden dafür einstehen, aber wir müssen das nicht in diesem Finanzierungsmodell, in diesem Fördermodell mit allen Abhängigkeiten, die das bedeutet, umsetzen, sondern wir können das auch sehr viel mehr selber machen, sehr viel mehr einfach selbst hier auch auf dem Baulichen arbeiten. Im Moment haben wir extrem viel in Abstimmungsprozessen zu tun. Wir hätten Lust eigentlich sozusagen die Maurerkeller auch selbst in die Hand zu nehmen. So haben wir das anfangs auch uns vorgestellt. Das Gegenteil ist jetzt gerade der Fall. Wir bieten immer an, Selbsthilfe, Eigenleistung hier einzubringen, Dielen zu erhalten, sie auszubauen, herzurichten, damit das erhalten werden kann, was sonst nicht möglich ist.
das ist dann alles hochproblematisch wegen Versicherungsfragen. Da müssen wir erstmal nachweisen, ob wir überhaupt qualifiziert sind dafür und so weiter und so fort. Also das sind ganz praktische Probleme, wo man merkt, das funktioniert einfach so nicht. Wobei wir ja denken, dass die beste Qualifizierung unsere Liebe zu diesen Häusern ist und das vielleicht viel größerer Wert ist als eine fachliche Meisterausbildung. Und da merkt man ganz klar, dass die STEG, also unsere Kooperationspartner, aber auch die Stadt überfordert ist, solche Arten der Zusammenarbeit einzugehen und zu gestalten. Und das ist genau das, was wir mit Standardlösungen meinen. Da wird halt durchsaniert, wie man das kennt, auch von anderen Projekten. Und dieses Potenzial, was hier herrscht, an Menschen, an Können und an Wissen über diese Häuser, wird einfach überhaupt nicht genutzt. Und stattdessen drehen wir uns im Kreis in nicht zielführenden Verhandlungsrunden. Ich glaube, das wird auch ganz besonders deutlich, an dem ja irgendwann in Zukunft zu bearbeitenden Bauabschnitt Schierspassage mit den Backsteinfassaden. Wir machen uns jetzt schon darüber Gedanken, jetzt schon ein bisschen Sorgen, wie es denn da in der Sanierungsphase umgesetzt werden soll. Die Backsteine wollen die zwingend erhalten, möglicherweise, das verträgt sich überhaupt nicht mit den Aufgaben von Wärmedämmung und so weiter und so fort. Also da gibt es jetzt eigentlich schon aus unserer Sicht keinen wirklichen Lösungsweg, außer einen, den wir gar nicht mitgehen wollen würden, auch was die Nutzung dieser Räume angeht, aufgrund der Größen. Und nein, das führt vielleicht ein bisschen zu sehr in die Details. Ich würde auch ganz gerne nochmal betonen, weil Michael die Summe 20 Millionen eben nochmal genannt hat. Das ist etwas, was mich persönlich immer wieder stört. Ganz oft wird uns herangetragen, ja, ihr kriegt doch schon 20 Millionen von der Stadt. Wir kriegen diese 20 Millionen überhaupt gar nicht, sondern die Häuser, die sie verdient haben. Und deshalb, weil die Stadt sie halt verrotten lassen hat. Da konnten wir eher nichts dafür. Und ich denke, die Stadt kann froh sein, dass sie diese Millionen, die verhältnismäßig wenig sind zu anderen Großbauvorhaben, hier wirklich in eine gute Sache, und zwar in die Häuser, die ihr gehören und die ihr auch gehören sollen in Zukunft, hineinsteckt. Und davon wird nur Dach und Fach hergerichtet. Also wir werden davon keine goldenen Wasserhähne oder marmornen Waschbecken einbauen, ganz bestimmt nicht. Das würden wir eh gerne viel lieber alleine machen, wie Michael ja schon sagte. Ja, vielen Dank für Ihre ganze Arbeit. Ja, ist das nicht besser? Ich bin. Du hast bestimmt Ruhe oder sowas. Du schneidest es noch.